Hallo, wir wollen uns heute mit den Ursachen der elektromagnetischen Induktion beschäftigen. Du solltest dazu einige Kenntnisse über das Magnetfeld von Dauermagneten und Elektromagneten mitbringen. Wir lernen heute, wie mechanische in elektrische Energie umgewandelt werden kann, wie mechanische Bewegung eine elektromagnetische Induktion hervorruft und wie die Induktion ohne Bewegung erfolgt. Mit einem Fahrraddynamo lässt sich recht einfach elektrischer Strom erzeugen. Der Dynamo besteht aus einem Antriebsrad, du kannst es hier oben sehen, und einem damit verbundenen zylinderförmigen Magneten. Der Magnet ist farblich markiert. Rot steht für Nordpol und grün für Südpol. Der Magnet dreht sich innerhalb einer Spule, die du hier an den Rändern erkennen kannst. Wenn sich der Magnet innerhalb der Spule dreht, werden die Lampen am Fahrrad zum Leuchten gebracht. Ruth. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.